Hallihallo, meine Lieben, willkommen zurück zu The Long Dark und hier unser Abendessen, frische Tomatensuppe. Ich bin gerade dabei, das köstlich zuzubereiten. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Sollt ihr nicht verhungern. Und ja, dann können wir das doch gleich hier gemeinsam verspeisen. Hier hast du einen Löffel. Bitteschön, lass es dir schmecken. Wunderbar, oder? So, 2 Stunden 43 brennt das Feuer noch. Dann würde ich die Zeit auch nutzen, auch noch mal ein kleines bisschen hier zu schlafen. Na, irgendwie. Jetzt lass mich doch mal meinen Schlafsack hier hinlegen, Kollege. Kann ja nicht wahr sein. Hallo. Direkt ins Feuer kann ich es legen, ist ja auch super. Also, Moment, das Feuerchen brennt, 2 Stunden 37. Ich denke mal, ich kann 3 Stunden verkraften. Ja, und ihr erinnert euch bestimmt in der letzten Folge, ganz überraschend hinter der Ecke, hat ein Bär auf uns gelauert. Und der war der Grund, warum ich mich jetzt hier erstmal in die Höhle zurückgezogen habe. Dass ich halt die Gelegenheit nutzen kann, mich ein bisschen aufzuwärmen, Trefferpunkte zu regenerieren. Also ganz scheint das nicht zu klappen, wenn ich das da unten richtig sehe. Das ist irgendwie noch nicht so ideal, muss ich sagen. So, von der Temperatur kann ich aber noch ein bisschen länger schlafen. Die Chance würde ich dann auch nutzen. Jetzt bin ich komplett ausgeruht, aber ich kriege irgendwie gefühlt keine Trefferpunkte hinzu. Also wenn ich da dem Bären begegne, ich wüsste jetzt echt nicht, ob wir das überhaupt überleben könnten. Auch wenn ich jetzt hier so warte, es passiert da nicht sonderlich viel in der Anzeige links. Hungrig sind wir jetzt schon wieder. Meine Nahrungsmittel neigen sich jetzt auch schon so ein kleines bisschen dem Ende zu. Es sieht viel aus, aber das meiste davon ist halt Kaffee und Tee. Davon werde ich nicht satt. Ich weiß halt auch nicht, man kann ja bei Wölfen Köder ablegen. Also da könnte ich hier dieses Trockenfleisch benutzen, aber bestimmt auch das Hundefutter. Ich frage mich halt, ob das bei den Bären funktionieren würde. Oder eher nicht. Noch ein bisschen schlafen. Also ich würde das Maximale schon rausholen wollen an Regeneration. Aber es ist halt echt schwierig. Also ich will jetzt ja auch nicht eine ganze Folge lang einfach nur in der Höhle rumsitzen. Jetzt ist es nämlich auch gerade schön hell, da brauche ich kein Feuerzeug, um hier durchzulaufen. Ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Merkt ihr das? Sind wir ja hier immer nur nachts durchgelaufen. Kein Wunder, dass man da nichts gesehen hat. Also ich würde das einfach jetzt probieren. Vielleicht mit einem Schuss wird der Bär auch abgeschreckt, dass wir einfach dann, dass er wegrennt erstmal und wir vorbeilaufen können. Also eine andere Wahl haben wir ja nicht. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen albern, jetzt in der Höhle zu vergammeln, alle Vorräte aufzufressen, nur um volles Leben zu haben, um dann den Bären letztendlich doch wieder so zu begegnen, dass er uns auf denselben Stand zurückwirft, was die Gesundheit angeht. Aber hier, ich komme wirklich nirgendwo anders hin. Ich habe keine Wahl, als es direkt mit dem Bären aufzunehmen. Wartet mal, vielleicht. Ja, ich glaube, die Magnesiumfackel bringt bei dem ja auch nichts. Streichhölzer ja auch gar nicht. Also, ich habe echt nur die Möglichkeit und keine anderen Waffen, ihn einmal anzuschießen und zu hoffen, dass er dann wegrennt. Also, ne? So, in etwa. Anders wird es nicht gehen. Wie gesagt, da drüben kam ich nicht hoch. Ich
Kann's gern nochmal probieren. Aber ist kein Hochkommen. Geht nicht. Also springen, wie gesagt, kann ich in dem Spiel nicht. Nicht hier an dem Fels. Da komme ich auch nicht hoch. Hier. Oh, hier würde ich hochkommen. Shit. Höhen, glaube ich, schon. Komme ich hier noch höher? Also ich bin hier jetzt erstmal hochgekommen. Hört ihr den auch? Gott. Ich habe Angst. Also theoretisch dürfte er nicht hier hochkommen. Aber, ja. Ist so die Theorie. Da ist er. Also mir nützt das hier, glaube ich, auch gar nicht, so viel hier oben zu stehen. Er hat uns offensichtlich auch noch nicht gewittert. Jetzt läuft er allerdings so weit weg. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ihn jetzt anschieße? Mal in den Popo schießen. Er rennt weg. Allerdings läuft er genau in die Richtung, in die ich dann auch will. Ich weiß nicht, ob ich ihn... wie viel Schuss er braucht. Weil ich von hier oben, würde ich sagen, könnte ich ihn wirklich wunderbar beschießen, weil hier bin ich mir auch relativ sicher, dass er nicht an mich rankommt. Komm mal wieder her. Dann kann ich nochmal auf dich schießen. Jetzt läuft er da im Kreis. Nicht über die Brücke. Komm her. Ja, na komm. Ich würde dir ja leckeren Honig versprechen, aber das wäre ja gelogen. Ich würde doch nicht. Wenn er so rennt, bin ich mir halt nicht sicher, ob ich dann auch treffe. Bleib mal stehen. Nee, da treffe ich nicht. Ich will halt meine Schüsse auch nicht verschwenden. Ich frage mich gerade, wie lange der jetzt hier panisch rumrennen wird. Ah, ich habe ihn wieder getroffen, da war Blut gespritzt. Nochmal. Okay, das war relativ gut, würde ich sagen. Ich weiß halt nicht, ob es besser ist, ihn im Kopf zu treffen. Wahrscheinlich schon. Jetzt rennt er echt über die Brücke. Also wie oft haben wir ihn jetzt angeschossen? Viermal? Ich glaube, viermal haben wir ihn getroffen. Wenn er jetzt natürlich über die Brücke läuft. Ah, jetzt ist er unten im Tal. Ich warte mal noch ein bisschen, falls er doch irgendwie wieder hochkommt. Da war ja dieser Wanderweg. Da, ich sehe da das Schild, da ging ja ein Wanderweg. Da sind wir ja auch aus diesem Flusstal hochgekommen. Drei Schuss haben wir, glaube ich, noch. Okay, dann würde ich mal vorsichtig hier doch nach unten gehen. Und wenn wir ihn nochmal sehen und sich die Gelegenheit anbietet, sollte man das doch probieren, den zu erlegen. Ne? Drei Schuss, weiß nicht, ob die reichen. Aber wenn man es nicht versucht, wird man es nicht wissen, ne? Heute ist mal wirklich wunderbares Wetter. Die Sicht einwandfrei. Sehen gerade nicht.
Vielleicht auf der anderen Seite. Kann ich schlecht hochgucken. Da ist er auch nicht. Die Autos hier haben wir noch gar nicht durchsucht, ne, weil wir ja unten lang gelaufen waren das letzte Mal. Aber hier ist theoretisch die Blutspur. Also anhand der Blutspur könnte man den Bären natürlich verfolgen. Vielleicht sollte man das tun, bevor es umschlägt, das Wetter. Also hier ist alles noch blutig. Wir machen das mal. Wir spielen jetzt mal Jäger. Das war ja auch ein bisschen so das Ziel unserer... unseres Überlebensmodus hier des Spiels. Dass wir halt auch die Wildtiere erlegen. Dann sollte man das halt mal probieren, ne? Blutspur. Und gerade wenn es halt jetzt nicht schneit... Oh, da ist er. Hat er sich etwa da verhangen? Das wäre ja eigentlich irgendwie praktisch. Und man kommt dann halt auch so schlecht an den ran, ne? Wir haben ihn erlegt! Gut, das war jetzt ein bisschen unfair, muss man ganz ehrlich sagen. Komme ich überhaupt jetzt hier an sein... Doch, geht. 32 Kilo Fleisch, das ist ja natürlich wirklich so 2 Stunden, um ihn zu vierteln. Aber temperaturmäßig ist alles gut hier, würde ich sagen, dass das geht. 9 Kilo wiegt das, das kann ich jetzt nicht, aber wir müssten auf jeden Fall das Bärenfell mitnehmen. Frischer Darm, meinetwegen, nehmen auch ein paar mit. Bärenviertel, also da wiegt 1,9 Kilo. Wie soll ich das denn tragen? Ich glaube, das kann ich dann wirklich nicht mitnehmen. Das Bärenfleisch, das können wir ja wahrscheinlich eh nicht essen. Oh, komme ich hier überhaupt wieder hoch? Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der Bär sich hier verbuggt hat, sind wir ja auch verbuggt. Oh oh. Ich komme hier nicht hoch. Leute, ich komme hier nicht hoch. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn ich hier runterspringe, bin ich am Ende tot. Was machen wir denn jetzt? Ich komme hier echt nicht hoch. Wie gesagt, ich kann nicht springen. Höchstens probieren, so niedrig wie möglich zu fallen hier auf den Ast. Au. Okay, ging leider nicht anders. Das tat weh. Das tat weh, aber es ging wirklich nicht anders. Leichte Prellung, okay. Naja, schade. So, das ist ja auch alles runtergefallen. Ich müsste halt dann auch wieder hochkommen. Oder man läuft hier direkt wieder den Fluss hier entlang. Wie das letzte Mal auch. Wir haben es echt geschafft, einen Bären zu erlegen. Gut, wie gesagt, es war ein bisschen auch Glück dabei. Also einmal, dass wir halt auf diesen einen Felsen ganz am Anfang schon hoch konnten. Von dem... aus man auch wunderbar auf den Bären schießen konnte, ohne dass er irgendwas hätte dagegen tun können. Und jetzt zum Schluss, dass er sich da auf diesem Baumstamm verfangen hat. Das war tatsächlich glücklich verlaufen für uns. Aber wir haben es geschafft. Wir hätten es bestimmt auch auf andere Art und Weise geschafft. Da bin ich mir sicher. Jetzt heißt es nur noch, sicher zurück nach Milton zu kommen, ins Haus der Grauen Mutter. Mal gucken, ob unsere Wolfsfelle schon getrocknet sind. Wo geht es eigentlich hier hin? Da war jetzt irgendwie 2 verschiedene Wege. Ich hoffe, ich nehme den richtigen.
Doch, ich glaube, das ist hier, da kommt man dann zu dem Weg wieder zur Straße, wo man dann von oben rauf guckt, ne? Denke ich mal, dass es die Stelle ist. Genau. Das ist die auch. Mal gucken. Wenn man hier schon diesen Ausguck hat, sollte man das auch nutzen. Can you eat trees? Vielleicht, aber wir haben ja hier was da, ne? Muss uns einfach nur Bescheid geben, dann gibt es auch was zu essen. Musst du keine Bäume essen. So. Jetzt laufen wir gerade wieder mal gegen den Wind. Hat man ja auch lange nicht mehr in dem Spiel. So, und hier haben wir jetzt gesehen, die Motorhaube ist geöffnet, in dem Wagen waren wir schon mal. Ist also nicht mehr nötig, da nochmal reinzugucken. Und ja, ich weiß, wir haben jetzt die Autos auf der Brücke uns nicht angesehen, aber ich fand es halt tatsächlich wichtiger, dass man erstmal den Blutspuren vom Bären folgt, um die Chance zu haben, ihn zu töten. Ah, ich wollte gerade was trinken, lass mich in Ruhe. Lass mich trinken. Mist. Das ging jetzt schnell. So eine Kacke aber auch. Ah, das ärgert mich jetzt aber richtig. Ja, also wir sind gestorben, das heißt, das Spiel ist hier vorbei. Aber wir haben, also einerseits haben wir wirklich viel geleistet, aber dann kommt hier so ein kleiner blöder Wolf. Wisst ihr, den Bären können wir erlegen und dann kommt ein kleiner blöder Wolf und der macht uns dann direkt platt. Also, ja. Da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Das ist ja wirklich ärgerlich. Aber gut, dann ist es halt so. Es ist aber insgesamt, glaube ich, ein neuer Rekord, wenn ich das hier richtig sehe. Also wir haben insgesamt 8 Tage überlebt. 17 Orte entdeckt. Na gut, hier bei Interloper haben wir schon mal 20 geschafft. Ist jetzt der Wolf auch noch gestorben? Toll. Echt toll. Na gut, erkundete Welt 10%. Also, ne? Auch da waren wir im Interloper schon mal ein bisschen besser. Verbrauchte Kalorien? Ja, das ist recht viel. Kalorien pro Tag, Durchschnitt? Ja, da weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, niedriger ist besser. Bin mir nicht sicher. Zurückgelegte Strecke, 21,5 Kilometer. Also wir waren ziemlich viel unterwegs. Wache Stunden, ausgeruht, drinnen, draußen. Das ist jetzt nicht so berauschend. Tage am Rätselsee, Tage im idyllischen Tal. Die meiste Zeit haben wir tatsächlich in der Gebirgsstadt verbracht. Wir waren ja, glaube ich, auch nur am Anfang in einem anderen Gebiet, ne? Trostlosigkeit, ja. Na gut. Bogenschüsse haben wir keine, Gewehrschüsse haben wir 14, mit Gewehr getroffene Tiere 9, ne? Wir haben also 5-mal daneben geschossen. Ansonsten Begegnungen mit Wölfen 15, Kämpfe mit Wölfen 5, gewonnene Kämpfe mit Wölfen 4. Ja, und der letzte war tödlich. Der eine, den wir nicht gewonnen haben, der war tödlich. Getötete Wölfe 9. Getötete Bären ein. Also da haben wir endlich mal was geschafft, aber dieser Rekord hat leider... Es ärgert mich tatsächlich. Ja, gut, dann seht ihr hier auch schon, was das neue Tier ist, aber ihr vergesst das vielleicht mal wieder. Verzerrtes Fleisch. Ja, gesammelte Gedärme. Das ist wirklich ärgerlich. Dann hat man das alles schon geschafft soweit und dann sterben wir. Das ist wirklich... Na gut, aber dann müssen wir es halt nochmal probieren. Lässt sich halt nicht ändern. Ich würde tatsächlich von The Long Dark vielleicht erstmal ein kleineres Päuschen einlegen, dass man sich auch einfach auch mal wieder für das Spiel ein bisschen motiviert. Derzeit habe ich halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass es mich gerade nicht so sehr vom Hocker reißt. Deswegen bin ich am Überlegen, da vielleicht mal ein anderes Spiel in diesen Zeitslot einzubauen oder man macht tatsächlich erstmal 2 Wochen Pause von The Long Dark und macht später weiter, werde ich mir alles überlegen und ihr kriegt das ja dann mit.
Eigentlich hätte ich jetzt schon die Motivation, hier vielleicht doch nochmal ordentlich anzufangen, wenn wir das jetzt geschafft haben, den Bären zu erlegen und sonst eigentlich ganz gut vorangekommen waren. Oder man spielt doch nochmal eine Runde Interloper. Ich weiß es noch nicht. Ich werde aber, wie gesagt, erst einmal ein kurzes Päuschen von The Long Dark einlegen. Vielleicht kommt mal eine Woche keine Folge davon. Arc kommt natürlich weiter. Kein Problem. Aber hier erstmal ein bisschen ist die Motivation raus, die Luft ist raus. Ne? Erstmal kurze Pause, dann ist das bestimmt auch wieder besser. Vielleicht, wie gesagt, kommt auch ein anderes Spiel. Lasst euch einfach überraschen. Ich sage auf jeden Fall für heute erstmal Tschüss und auf Wiedersehen und ganz viel Danke fürs Zusehen.